Make and Break Extreme von Ravensburger verspricht das bekannte Make and Break Prinzip auf einem neuen Extreme Level. Was daran jetzt so extrem ist, ob das extreme neue Aufgaben sind, extreme noch krassere Steine oder gar fette neue extreme Features. Wir werden jetzt einfach mal bis zum äußersten Extreme reinsehen, was da ganz genau neu ist. Denn wir sind ja bekanntlich immer auf der Suche nach dem extremsten Spielspaß. In der extrem großen Packung versteckt sich tatsächlich, wie wir feststellen, relativ wenig Material. Wir haben eigentlich alles das, was sonst auch immer so dabei ist. Eine Uhr, Punktechips, Aufgaben, Würfel und ein paar Steine. Die Steine sind jetzt, wie wir hier sehen, wenn man das andere Spiel kennt, ein bisschen anders geformt und daher schon reichlich extrem, also etwas schwieriger dann vielleicht anzuordnen in bestimmten Situationen. Ich weiß es nicht, es kommt eben auf die Aufgaben an. Für alle, die das Spiel nicht kennen, es läuft dann so, dass man hier würfelt und die entsprechende Zeit, die man gewürfelt hat, auf dieser Uhr einstellt. Einmal mal so, zack, und dann drückt man auf Start. Dann läuft die Zeit runter. Und die Zeit hat man jetzt Zeit, verschiedene Aufgaben zu lösen. Und die gibt es hier in diesem Stapel, die werden dann einfach aufgedeckt und die entsprechende Aufgabe muss man dann erfüllen. Jetzt gibt es aber nicht nur einfache Bauaufgaben hier in Hülle und Fülle, da muss man einfach nur das entsprechende hier bauen. Dazu muss man natürlich die Steine schnell suchen und dann versuchen, die entsprechenden Sachen auch abzubilden. Ja? Und wenn man das dann gebaut hat, muss man es wieder breaken. Daher der Name Make and Break. Erstmal make ich das hier aus dem Englischen. Ja? Ich make das, zack. Und wenn ich es fertig habe, dann muss ich es wieder breaken, also zerstören, um dann die nächste Aufgabe anzugehen. Daher der Name. So, neben diesen Bauaufgaben gibt es jetzt aber auch noch ein paar Sonderaufgaben. Und zwar solche, wo ich einfach eine bestimmte Anzahl Steine mir aussuchen kann, ja, zum Beispiel 5 Steine oder so. Da muss ich damit einfach irgendwie bauen, aber nur so, dass 2 Teile den Boden berühren. 1, 2, 3. Ist eigentlich ziemlich egal. Ja, sowas. Also solche Aufgaben haben wir. Dann haben wir bestimmte Aufgaben, wo ich nur mit einer Hand spielen darf. Da muss ich mir dann sogar noch hier die Formen raussuchen. Das ist ein bisschen schwieriger, da die Farben nicht angegeben sind. Was haben wir noch? Wir haben diese so eine Bonusrunde, die, wenn man diese Karte zieht, legt man sie erstmal beiseite und kriegt dann nach seinem eigentlichen Zug nochmal eine Zeit und muss dann alle 10 Steine hier, die wir haben im Spiel, verbauen. Auch nur so, dass 2 Steine den Boden berühren. Also mal den ganzen Turm bauen, wenn man es schafft, gibt es nochmal viele Punkte, wenn nicht, dann nicht. Eine Aufgabe ist noch sehr interessant, da kommt nämlich plötzlich auch mal der Spieler, der sonst immer nur zuschaut, an die Reihe. Hiermit muss der linke Spieler plötzlich mit 4 Steinen was bauen. Wenn er schafft, bekommt er und auch der Spieler am Zug Punkte. Und da ist es eben nicht immer nur zuschauen, sondern jetzt plötzlich kommen auch mal die anderen Spieler an der Reihe, was natürlich eine nette Idee ist. Ja, das Ganze wird einfach so lange gemacht, wie man will. Man sammelt dann eben für die entsprechenden Aufgaben, die man geschafft hat, hier diese Punkte. Und dann ist Reihe um eben der Nächste dran, so lange, wie man möchte. Und am Ende hat einer gewonnen, der hat es am besten gemacht. Das bin natürlich ich. Tja, es hat sich herausgestellt, so extrem ist das Ganze irgendwie gar nicht. Abgesehen mal von der Box, die ist sehr extrem groß. Da hätte man wirklich auf die Hälfte machen können, um das Material da reinzukriegen. Das ist echt von der Logistik ein bisschen blöd gemacht. Ich weiß nicht, was das soll. Ansonsten ist das Material in Ordnung. Die Steine sind gut. Die Karten, okay, sind nicht die beste Qualität, aber kann man noch was mit anfangen. Und auch diese Plastikuhr hier, die funktioniert. Wenn man da jetzt, sage ich mal, nicht die anmacht und dann rumdreht, wie es ja manche mal ganz gerne tun, dann hält die eigentlich auch was aus. Das ist also echt in Ordnung. Zum Spiel selbst, wer jetzt erwartet, dass das Ganze groß schwieriger wird, weil es extrem heißt, der liegt falsch. Die Aufgaben sind so einfach gestellt. Man hat zwar jetzt schwierigere Steine, die ein bisschen anders geformt sind und so weiter. Letztendlich nimmt man sich aber wieder entsprechende Steine und stapelt die, ohne dass es eine größere Herausforderung ist. Also der Schwierigkeitsgrad ist sehr niedrig. Auch die anderen Aufgaben, die man jetzt so gesehen hat, die vielleicht spannend wirken, nehmen wir 5 beliebige Steine und bau was da draus, nur 2 dürfen den Boden berühren, sind auch sowas von simpel. Ich nehme halt irgendwelche 2 Steine, die ein bisschen größer sind, lege die auf den Boden und dann baue ich mal was da draus. Es geht so schnell, aber das Ganze ist eher Hektik, als dass ich da wirklich irgendwie mal überlegen muss oder irgendwie. Groß Geschicklichkeit ist ja gar nicht gefordert, es ist einfach nur Hektik, Reaktion in dem Sinn, ja. Das Ganze ist zudem wiederhin total viel Glück, ob ich jetzt mit dem Würfelspieler, kann man sich vorstellen, wenn ich 3 Minuten habe und der andere hat 1 Minute, kann man sich vorstellen, wie fair das ist. Den Würfel kann man aber, man darf es sogar schicken, anleitend als Variante rauslassen. Trotzdem ist es Glück, welche Karten ich hier aufdecke. Manche Aufgaben sind einfach irgendwie einfacher und bringen mehr Punkte. Besonders einfach diese Aufgabe hier, wo ich 5 Punkte für kriege, und das darf ich sogar noch nach der Runde in einer extra Minute machen. Ja, das ist einfach, wer die Karte zieht, hat Glück gehabt, kriegt eine Minute extra und hat noch Chance auf 5 Punkte, was viel zu viel ist. Erstmal sowieso nur Glück und dann noch 5 Punkte für so eine Aufgabe. Das ist echt irgendwie komisch. Und diese Aufgabe, Karte hier, die funktioniert sowieso schon mal gar nicht. Die Idee ist eigentlich nicht schlecht. Normalerweise hat das Spiel ja die Macke, dass irgendwie immer nur einer dran ist, die anderen können zugucken. Das ist im ersten Moment noch ganz witzig, aber auf Dauer nervt es eben schon, wenn man dann nicht richtig teilhaben kann, dass nicht alle gleichzeitig spielen können und so.
Jetzt ist die Idee eben hier, dass plötzlich der linke Nachbar drankommt, also auch aufmerksam sein muss und plötzlich muss er 4 Steine nehmen und was bauen. Ja, die Idee ist nicht schlecht, denn dann kann der andere Punkte kriegen auch und die Zeit läuft danach weiter. Man kann jetzt noch weiterspielen und probieren dann eben weitere Punkte zu machen. Jetzt, wenn man jetzt mit mir spielt und diese Karte wird gezogen, dann kann ich mal ein Beispiel geben, wie das etwa mit ihr läuft. Ben, du musst schnell hier, super schnell, steht in der Anleitung, schnellstmöglich mit diesen 4 Steinen etwas bauen. Ja, sonst kriegst du keine Punkte und ich kann nicht weitermachen. Und dann sitze ich da mit diesen 4 Steinen und warte einfach nur, bis die Zeit des anderen Spielers abgelaufen ist und er kriegt einfach gar nichts mehr, weil seine ganze Zeit abgelaufen ist. Das ist nur ein bisschen unverschämt, aber ich will ja gewinnen. Und wenn ich Lust habe, dann baue ich am Ende nochmal schnell aus 4 Steinen hier ganz gemütlich irgendwie mir was, zack hier, und dann kriege ich halt noch 2 Punkte und der andere auch 2. Hat dann seine Runde 2 Punkte gemacht. Gratulation. Also es ist einfach nur Glück, weil diese Karte zieht dann im Prinzip, wenn man es ausnutzt, schon mal seine ganze Runde verloren. Das ist natürlich nicht so gedacht vom Spiel. Und sowas würde doch auch keiner machen. Aber ja, da muss man sich also was einfallen lassen, um diese Karte noch ein bisschen dazu verbessern, weil so lässt sie sich einfach ausnutzen. Das ist natürlich öde. Also jetzt nochmal zum Fazit. Es ist weiterhin natürlich ein nettes Spiel mit diesem Mangel, dass man eben, dass jeder immer nur für sich spielen kann, dass die anderen zugucken können. Es ist ein nettes, schnelles Reaktionsbauspiel, was aber hier nicht groß schwieriger wird. Von daher, wer jetzt ein schwierigeres Spiel sucht, ist hier falsch. Die Aufgaben sind recht simpel. Es ist weiterhin sehr, sehr viel Glück, selbst mit Variante. Muss man wissen, ob man das mag. Es ist auf jeden Fall ein nettes Geschicklichkeitsbauspiel, aber auf keinen Fall eins, was alle Leute bedient und was das Beste sein sollte oder so.